Was ist eigentlich Volkskunst? Das ist ja eine Frage, die sich jeder stellt, der hier in das Museum kommt. In dieser Abteilung wird gezeigt, dass die Volkskunst ein bürgerliches Konzept ist, um 1900, entstanden in der Krisenphase des Kunstgewerbes. Die Inszenierung heißt Die Ordnung im Chaos und zeigt, dass in der Volkskunst die bunte Welt der Erscheinung eigentlich im Hintergrund immer streng geordnet ist. Dieses mechanische Figurentheater stammt aus einer Zeit, als man versucht hat, mit Hebel und Wellen und mit mechanischen Tricks das Leben dramaturgisch nachzubilden. Ein Theater, was durch ein Gewicht angetrieben wird und was die Leidensgeschichte Christi zeigt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Hochzeit dieser mechanischen Theater. Und diese Hochzeit bricht dann ab in dem Augenblick, wo der Film erfunden wird. Wir haben es also hier mit Kino vor dem Kino zu tun. Hier im Obergeschoss ist eine Wand dem Rückgrat sozusagen von Sachsen gewidmet, nämlich dem Bergbau. Und in diesen Vitrinen kann man alles über den Bergbau lernen. Und ein weiteres großes Thema ist natürlich die Tracht. Wir zeigen hier in einer schönen Vitrine die Trachten der Sorben vor allem, weil die Sorben als Minderheit in Sachsen eine besonders prächtige Tracht ausgebildet haben. Volksbelustigungen gehören natürlich unbedingt zur Volkskunst. Hier in Dresden haben Volksbelustigungen auf der Vogelwiese stattgefunden. Vogelwiese heißt die Wiese deswegen, weil man dort nach einem Brettervogel geschossen hat. Zum Museum gehört ja auch die Puppentheatersammlung, eine der größten Sammlungen in Europa überhaupt. Und für die Kinder natürlich immer ganz besonders attraktiv. Hier kann man nicht nur über den Kasper alles lernen, sondern auch über alle anderen Figuren auf der Puppentheaterbühne. Und die Kinder können hier an extra angefertigten Puppen für sie ausprobieren, wie eine Marionette funktioniert oder wie eine Stabpuppe funktioniert, wie die, die ich hier in der Hand habe. Wir geben uns als Familienmuseum besonders viel Mühe, den Kindern den Besuch im Museum besonders interessant und schmackhaft zu machen. Und deswegen haben wir extra für Sie einen Kinderpfad entwickelt, in dem die Kinder jeweils etwas zum Spielen und zum Ausprobieren vorfinden. Und wenn Sie ganz besonders viel Spaß hatten und brav waren, dann können Sie als Belohnung dann auch eine Nuss knacken. Der kleine Film zeigt Ihnen nur einen ganz winzigen Ausschnitt aus dem schönen großen Museum für sächsische Volkskunst. Kommen Sie her und schauen Sie sich den Rest an.